Inga, wunderschöne alte Bilder hier in der Diele des Hauses Sosert. Das hier ist schon weit über 40 Jahre alt. Aber du bist 40 Jahre in der Familie, 40 Jahre mit Gerd verheiratet. Wie hat sich der Hof Sosert in diesen 40 Jahren auch optisch verändert? Und was uns noch viel mehr interessiert, wie hat sich Gerd in den letzten 40 Jahren verändert? Ja, also ich denke, am Hof hat sich wirklich viel getan. Wir haben, also als ich hierher gekommen bin, sah das Gebäude eigentlich ähnlich aus wie hier auf dem Bild. Hier hatte Gerd vielleicht noch einen Schuppen selbst gemauert, dran gesetzt oder extra gesetzt. Aber nachdem wir verheiratet waren und Gerd immer von 10 bis Mitternacht zum Reiten weggefahren ist, in die Reithalle, haben wir irgendwann gesagt, nee, das geht nicht so. Wir müssen was Eigenes haben. Ja, und dann haben wir eine Reithalle gebaut, den Stall verändert, was kam denn danach? Die Bullenställe wurden dann zu Pferdeställen irgendwann. Und dann haben wir einen Hengstall gebaut, dann haben wir noch eine größere Reithalle gebaut. Also ich glaube, solange ich auf dem Hof bin, die ganzen 40 Jahre, ist fast in jedem Jahr der Betonwagen gekommen. Der Frage, wie Gerd sich verändert hat, bist du so ein bisschen ausgeglichen? Also ich denke, eine Beziehungsanalyse möchtest du nicht. Das ist schwierig. Also er war schon immer mach, hat immer was gewollt und will auch immer noch was. Also wirklich immer voller Ideen und neuer Sachen, die er machen möchte. Telefon war auch schon immer da. Also Gerd ist unverändert über 40 Jahre? Ja, zumindest innerlich und gedanklich, würde ich so sagen. Ja. Ist ja auch Familienmensch, freut sich über seine 5 Enkel. Auch wenn er genau wie früher für die Kinder vielleicht nicht ganz so viel Zeit dafür aufbringen kann, aber wenn, dann auch intensiv.